Okay. Ich muss mich beeilen. Oh, das wird reichen. Ohne Schere wird es nicht funktionieren. Okay. Aha. Warum klappt das nicht? Warum ist das so schwierig? Sammy, was machst du hier? Und warum ist hier so ein Durcheinander? Lucy, ich habe gerade beschlossen, deine Stoffe zu ordnen. Seltsam. Du und Ordnung? Das passt irgendwie nicht zusammen. Na gut, Lucy, du hast mich erwischt. Ich wollte dir ein Geschenk machen. Eine handgemachte Puppe. Aber es hat nicht geklappt. Sammy, das ist so süß. Mach dir keine Sorgen. Wir basteln die Puppe gemeinsam. Okay, Lucy, aber schnell. Los geht's. Hallo, Leute. Heute werden Sammy und ich ein Plüschspielzeug machen. Ja, es wird die beste Puppe der Welt sein. Oh, hallo Leute. Lucy, wo fangen wir an? Sammy, eine Puppe zu basteln war deine Idee. Vielleicht weißt du es ja besser. Ich denke, wir sollten mit Süßigkeiten als Inspiration anfangen. Typisch Sammy. Lasst uns mit der Basis der Puppe beginnen. Hier sind die Papierschablonen für den Körper, für die Arme und Beine. Wir umreißen die Stücke sorgfältig. So geht's. Denkt an die 5 mm zum Annähen, damit die Naht den Stoff gut zusammenhält. Susi, ich bin bereit für die Arbeit. Was soll ich tun? Zuerst dein Gesicht waschen. Oder du kannst das Design der Puppe entwerfen. Oh, das ist ein Kinderspiel. Wir sichern den Stoff mit einer Nadel, damit er sich nicht bewegt. Und dann nehmen wir die Stücke entlang des Umrisses, bevor wir sie ausschneiden. Übrigens, Leute, denkt daran, dass Nadeln sehr spitz sind. Seid also vorsichtig, wenn ihr damit arbeitet, damit ihr euch nicht piekst. Susi, die Spitzen sind fertig. Hier, schau dir an, was ich gezeichnet habe. Gute Arbeit, Sandy. Nun, ich weiß nicht, welche ich wählen soll. Dreh sie um. Oh, wow, Sammy, das sieht schon ganz anders aus. Leute, Daumen hoch, wenn euch Sams Skizzen gefallen. Erinnert sich diese Zeichnung an jemanden? Ich finde, sie sieht mir ein bisschen ähnlich. Exakt. Ich habe mein Bestes gegeben. Okay, ich schätze, wir haben uns auf diese Skizze geeinigt. Jetzt lasst uns die Stücke ausschneiden. Seid vorsichtig, damit ihr euch nicht schneidet. So, wir machen dasselbe mit den Armen und Beinen. Das ist eine Aufgabe für Meister Sam. Während Meister Sam seine Arbeit macht, drehen wir unser Stück von innen nach außen. Und jetzt können wir den Körper ausstopfen. Gleichmäßig den Stoff füllen. Ich frage mich, wie es bei Sammy läuft. Ich bin fast fertig. Oh, das ist genau das, was ich brauche. Alles klar, Sam. Dann werden wir hier die Arbeit am Körper der Puppe beenden. Lasst uns den Stoff zunehmen. Genau so. Vorsichtig. Wir müssen es zusammenziehen, damit die Öffnung nicht sichtbar ist. Das ist das Ergebnis. Ich schätze, ich komme genau richtig. Sammy, du hast einen tollen Job gemacht. Wir brauchen die Arme etwas später. Wir beginnen mit den Beinen. Leute, denkt daran, vorsichtig mit der Nadel zu sein. Bittet einen Erwachsenen, euch bei diesem Bastelprojekt zu helfen. Lasst uns die Beine annähen. Macht einen Knoten und schneidet den Faden ab. Seht euch das an. Ich kann schon unsere zukünftige Puppe erkennen. Ich habe Zweifel, dass sie so wie du aussehen wird. Mach dir keine Sorgen, Sammy. Der interessante Teil liegt noch vor uns. Kleider machen. Wir machen Jeans für unsere Puppe, damit sie mehr wie ich aussieht. Den Stoff falten. Die Außenseite liegt innen. Und dann die Schablone umreißen. Wir brauchen 2 Stücke davon. Sie hat wieder ohne mich angefangen. Susi, ich bin bereit zum Ausschneiden. Ha, ich habe eine interessantere Aufgabe für dich. Suchst du einen Stoff für die Jacke aus? Okay, ich bin schon dabei. Ich gab irgendwo einen passenden Stoff. Oh. Nein, hier ganz sicher nicht. Oh, das ist der richtige. Ich denke, Susi wird ihn lieben. Susi, ich habe gefunden, was wir brauchen. Du magst doch pink, oder? Oh, perfekt, Sammy. Ich bin gerade dabei, die Jeans fertig zu machen. Ich brauche nur noch alle Teile zusammenzunähen. Hier und hier. Vertrau mir hierbei. Es wird schnell erledigt. Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen. In Ordnung, Sammy. In der Zwischenzeit mache ich eine Bluse. Schneide den vorderen und hinteren Teil der Bluse aus und nähe sie zusammen.
erledigt. Aber es fehlt noch etwas. Lasst uns eine Rüsche hinzufügen. Schneidet ein 40 cm langes Stück desselben Stoffes ab. Fädelt den Faden durch eine Kante. Keine Eile, sondern versucht ihn so gleichmäßig wie möglich durchzustechen. Und dann zieht den Stoff am Faden entlang. Jetzt nähen wir die Rüsche an unsere Bluse. Susi, du bist so langsam. Ich bin fast fertig mit der Jeans und du machst immer noch mit der Bluse rum. Das stimmt nicht. Schau zu, wie schnell ich eine Jacke machen kann. Und die Jacke ist fertig. Okay, ich muss mich mit der Jeans beeilen. Die Ärmel für die Strickjacke sind auch fertig. Jetzt stecken wir die Arme hinein und ziehen den Ärmel bis ganz nach unten. Sammy, genug herumgealbert. Lass uns unsere Puppe anziehen. Wir beginnen mit der Bluse. Die Bluse sieht so toll aus. Jetzt kommt die Jacke. Aha. Oh, das ist so süß. Jetzt befestigen wir die Arme. So. Warum hat Sam gezweifelt, dass sie nicht so aussehen würde wie ich? Und jetzt noch ein paar Details. Das war's. Die Puppe ist fertig. Auf Wiedersehen, Leute. Abonniert. Hey, wozu die Eile? Keine Eile, Mr. Sam. Ich habe noch mehr Ideen. Ich denke, unsere Puppe braucht eine Mütze. Wir machen eine aus diesem weichen Stoff. Oh yeah, das ist so weich. Schau, Susi, ich habe den perfekten Schal. Wie süß. Aber ich hoffe, es macht dir nichts aus, ihn mit der Puppe zu teilen. Gut, aber ich mach ihn auch, weißt du? Wir drehen den Hut von innen nach außen und verzieren ihn mit diesem süßen Knopf. Vorsichtig nähe ich ihn an. Ich hoffe, Sam ist mit dem Schal gut umgegangen. Ziemlich gut. Ja, Susi, ich muss jetzt gehen. Ich habe noch was zu erledigen. Und wo geht unser fleißiger Schleim hin? Naja, egal. Wir schauen mal, ob der Hut auf den Kopf der Puppe passt. Susi, wie gefällt dir mein neuer Look? Sammy, das sind die Haare für die Puppe. Die Haare sind für die Puppe. Das Tuch ist für die Puppe und sogar die Mütze. Während Sam schmollt, werden wir die Haare an die Puppe kleben. Mach das in einer kreisförmigen Bewegung. Genau so. Perfekt. Seht mal, was wir haben. Was für eine schöne Puppe. Jetzt kommt die Mütze. Mal sehen. Fantastisch. Sie ist so bezaubernd, stimmt's? Lasst uns ihr Haar kämmen. Unsere Puppe hat sehr langes, seidiges Haar. Wunderschön. Susi, schnell, schau dir das an. Was ist das, Sammy? Siehst du es nicht? Etwas fehlt. Vielleicht eine Tasche? Genau, die Tasche. Ein sehr wichtiges Detail für jedes Mädchen. In der Zwischenzeit werden wir die Augen der Puppe markieren. Eins und zwei. Wir machen die Augen mit einem französischen Knoten. Steckt die Nadel durch den Knopf und zieht den Faden heraus. Dann macht einen französischen Knoten. So geht's. Jetzt schiebt die Nadel wieder durch in die entgegengesetzte Richtung. Und zieht den Faden heraus. Schaut euch das an. Wir haben ein niedliches Auge gemacht. Susi, schau dir an, was ich gemacht habe. Wow, wir legen ihre Tasche sofort an. Wow, du hast die Augen gemacht. Die gefallen mir. Danke, Sammy. Und jetzt wird es Zeit, die Stiefel zu machen. Die Teile für die Stiefel habe ich schon vorbereitet. Jetzt kleben wir den Stoff auf das Kartonstück. Genau entlang der Kontur. Dreh das Stück und klebe die Rückseite des Stiefels an. Um die Stoffüberlappung zu verdecken, kleben wir hier noch ein zusätzliches Stück an. Das ist der erste Stiefel. Voila! Ah, fantastisch! Susi, du bist eine gute Lehrerin. Ich habe den zweiten Stiefel geschafft. Großartige Arbeit. Ich stelle ihn hier hin und ziehe sie der Puppe an. Wow, so hübsch! Es gibt noch ein kleines Detail. Lasst uns diesen süßen Bären in ihre Tasche stecken. Wow, was für ein tolles Geschenk, das ich dir gemacht habe. Sammy.
Ich muss den richtigen Platz finden. Ich denke, das ist der beste Ort für ein Geschenk. Genau. Ich warte hier auf Sie. Sammy, wo ist meine Puppe? Für Susi von Sam. Ich frag mich, was das sein kann. Hat Sam wirklich ein Geschenk für mich gemacht? Ah, das sieht aus wie die Puppe, die ich vor nicht allzu langer Zeit gebastelt habe. Aber Susi, wir haben sie zusammen gemacht. Außerdem habe ich noch ein paar Geschenkideen. Also lass uns anfangen. Und zwar schnell. Leute, abonniert unseren Kanal, um Sams neue Ideen zu sehen. Und drückt die Daumen hoch, wenn euch unsere Puppe gefällt. Auf Wiedersehen. Bis dann, Leute.